Welcome to Kevin Hollywood. Photographer. Trainer. An artist. Yeah, no. Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Kevin. Herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog. Dieses Mal wieder mit der 5D Mark IV gefilmt. Ich will ein bisschen mehr Mehrwert reinpacken. Und werde daher nicht jeden Scheiß mitfilmen, sondern immer wieder mal, wo ich denke, das könnte interessant sein. Ja, will ein bisschen die Qualität steigern. Wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Vlog. Schaut mal, Freunde. Hier ist der Laden meiner Frau, der morgen eröffnet. Also den Laden gab es schon mal. Aber jetzt Neueröffnung. Guck mal, wie groß der ist. So Leute, jetzt fange ich hier noch eine Vlog-Sequenz ein von der Ladeneröffnung meiner Frau. Der Laden war vorhin rappelvoll, inzwischen ist es ein bisschen leerer geworden, entspannter geworden. Das war der Wahnsinn. Vorhin war eine 25 Minuten lange Schlange. Also, viel Druck hatten wir die letzten Tage, aber jetzt sieht es hier richtig gut aus. Schatz, bist du zufrieden? Mega zufrieden. Nein. 3, 2, 1. Noch weniger Mund drauf. 3, 2, 1. Okay. So Leute, ihr habt ja eben Filmmaterial gesehen. Das hat der Robin gefilmt, der war Assistent. Und hier seht ihr so ein bisschen Rohmaterial. Die beiden Bilder rechts sind nur RAW entwickelt. Und das ist das Bild, wie es aus der Kamera kommt, was ihr eben in der Videosequenz gesehen habt. Einen schönen guten Morgen, so sieht heute mein Frühsport aus. Es ist jetzt 7 Uhr, ich bin schon eine Stunde am Lesen hier. Übrigens, das hier sollte eigentlich mal eine Autogrammkarte werden, ist jetzt aber zu einem Lesezeichen verkümmert. So Freunde, der Tasche muss ich jetzt mal ganz kurz hier eine Videosequenz widmen. Von Compagnon, der Weekender. Schaut mal, was ich da alles drin habe hier. Laptop, Mikro, hier mein Livestream-Zeug. Hier kommen die 5D Mark IV seitlich hier rein. Ist das nicht geil? Also, fette Promo für diese geile Tasche. Wuhu! Mit dieser Dame hier habe ich jetzt gleich ein Skype-Interview für meinen Podcast. Die Dame heißt Petra Sommer und hat ein wirklich geiles Buch geschrieben. Zum Thema Storytelling. Heute ist Freitag, Vorbereitung Tion Event. Heute Mittag noch einen kleinen Livestream in meiner Businessgruppe und dann bereite ich gerade hier noch ein bisschen Promotion-Material vor. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz hier. Ja, ist jetzt ein bisschen hell hier, aber das seht ihr, da haben wir gestern hier ein kleines Fotoshooting gehabt für unseren neuen Videokurs. Deine Fitness, unsere Aufgabe. Das wird richtig, richtig geil. So Leute, hier seht ihr einen Helm. Und der Helm, der gehört George. Ich muss mal hier rumkommen ins Licht. Der George ist nämlich jetzt offiziell ein Biker. Der George hat nämlich jetzt einen Führerschein, richtig? Ja, seit gestern. Und was hast du für ein Bike? Eine Triumph. Ich kenne die Triumph nicht, aber ich bin dafür, dass wir ein Fotoshooting machen. George als Biker. Da bin ich auch dafür. Oh yeah, man! Hey, was geht ab, Freunde? Ich bin hier mit meinem Canon 5D Mark IV Brother from the hood. What's up, Ferdy, man? What's up? What's going on? What's going on, guys? Doing business, doing meetups. Doing business, doing things, man, you know? Hanging around, doing nothing. I'm chilling, man. So Freunde, mein Setup steht hier, das seht ihr mich gerade. Ich mache jetzt einen Livestream für meine Businessgruppe zum Thema Teamwork. Da habe ich ein paar echt tolle Tipps. Da ist übrigens die Kamera, weiß gar nicht, ob man sie so erkennen kann. Das ist diese Mevo Cam. Let's go! Ja, wir sind ja heute auf dem Tion Event und im Moment ist alles noch ein bisschen trocken. Wir gehen mal ganz kurz da rein, da wird gerade der Fotobooth hier. So, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie es da drin aussieht. Wenn noch niemand da ist. Wow, ganz dunkel hier. So sieht es aus hier auf dem Tion Event, wenn noch kaum einer da ist. We are ready.
So, jetzt hat es sich ein bisschen gefüllt hier auf dem Tion Event und ich nehme euch jetzt mal ganz kurz mit, wie das aussieht. Wenigstens eine kurze Videosequenz. So, wir schweben mal hier rein. Shanna, du machst einen Einlass. Ja. Wie ist es? Ich bin knallhart heute. Bist knallhart? Ja. Sehr gut. Ohne Ticket kein Einlass. Hier ist unser zweiter Türsteher. Kommt was keiner rein ohne Ticket. Sehr gut macht ihr das. George, what's up, man? What's up, what's up? Ich muss hier gerade mit dem Fokus alles hinkriegen. Also so sieht es hier aus. Ich weiß gar nicht, ob das mit der Schärfe und mit dem Sound geklappt hat. Tion Event, 300 Leute, 300 Tickets. Nach 3 Minuten waren die 300 Tickets weg, also ist echt Hammer. Schön, dass ihr da wart. So, wir gehen gerade mal hier zu The 30 Man. 30 Man, what's going on? Gruppenfoto. Du machst jetzt hier das geile Gruppenfoto, ne? Okay. Wow. Ey, da komme ich so morgens ins Büro, will Sport machen. Und dann sehe ich jemand hier, dann denke ich, sag mal, den kenne ich doch. Ey, was geht denn ab, Jens? Alles cool. Was machst denn du hier? Tee trinken, wieso? Du bist ja in Mannheim jetzt, ne? Oder Schwetzingen. Ja. Wie gefällt's dir? Dir sehr gut. Ich habe heute Morgen aus dem Fenster geguckt und es sah traumhaft aus. Hast du schon mal aus deinem eigenen Fenster geguckt? Ey, Leute, es sieht echt traumhaft aus, aber auch traumhaft arschkalt. 5 Grad, gell? Jens macht hier einen Workshop. Voll geil. Wir sind beim Andreas eingeladen, Studioeröffnung, und haben ihm auch natürlich ein kleines Geschenk mitgebracht. Samira, eine Tüte Popcorn für den Andreas, für seine Studioeröffnung als Geschenk. Da das heute eigentlich unser Kinotag ist und ich dir noch ein paar Proteine bringen wollte. Was ist, Andreas? Hey. Freust du dich denn über unser Geschenk? Hey, hey, hey. Popcorn. Freust du dich Popcorn. Jetzt nicht über ein Geschenk? Natürlich, ich freue mich. Ich esse auch gleich. Will ich ja, ja, muss man mal probieren. Ich weiß, ob ey, ich hab's auf Video. Mach mal. Ich weiß, ob ich sie reinkriege. Das ist ein Geschenk, das musst du. Nein, es ist ein Geschenk, Andreas. Ey. Es ist ein Geschenk, ey, wenn die Dinger explodieren, ich sag's dir. Es ist ein Geschenk. Bad. Ich hab's auf Video. Ich hab's auf Video, okay. Wie der Popcorn ist. So, ich habe jetzt auch ein bisschen eingekauft hier. Ja. Oh, da freue ich mich schon drauf hier. What's up, man? What's up? What's up? Woohoo!